Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot Remastered Edition auf Seiten der Alliierten. Die vorletzte Nachholmission tatsächlich, oh mein Gott. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier bei Schutz der Chronosphäre. Haben uns da erfolgreich gegen den Russen verteidigt und ja. Dann machen wir es weiter mit Chrosigin extrahieren. Alles klar. Dann würde ich sagen, Cutscene, liebe Leute. Commander, ich glaube, das könnte endlich der Wendepunkt dieses Krieges sein. Nachdem Stalins eiserner Vorhang aus dem Spiel ist und die Chronosphäre funktioniert, ist unser Sieg nahe. Aber es bleibt immer noch viel zu tun. Einer unserer Spione hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Sowjets haben eine Waffe entwickelt, die gewaltiger ist als alles, was die Menschheit kennt. Eine atomare Bombe. Stalin hat vor, diese Bombe nicht auf Cyborgs im Schlachtfeld, sondern auf Zivilisten abzuwerfen. Wenn ihm das gelingt, zerstört er alles, wofür wir gearbeitet haben. Das ist Major Wladimir Kosygin, einer von Stalins wichtigsten Atomstrategen. Geheimdienstberichten zufolge hat er wichtige Informationen über Stalins Pläne mit dieser neuen Waffe. Offenbar beabsichtigt Stalin, mehrere europäische Städte zu bombardieren. Mit diesem eklatanten Bruch des Cyborg-Kriegsvertrages hat er sich selbst zum Terroristen abgestempelt. Kosygin ist von Stalins Methoden angewidert und bereit überzulaufen. Hier können Sie Kosygin finden. In der Werftanlage von Ria. Führen Sie einen Spion an den Verteidigungsanlagen vorbei, ins Befehlszentrum. Wenn Sie Kosygin gefunden haben, schicken Sie Ihre Transporter rein, um ihn rauszuholen. Jo, Leute. Ganz genau. Wir sollen Kosygin befreien. Verstärkungen sind angetroffen. Dieser Typ, den ihr da gesehen habt in der Cutscene, das war im Übrigen der, der die Musik geschrieben hat, nämlich Frank Klepacki. Glaube ich zumindest. Und, genau. Wartet mal. Alliierte 9A. Die Karte kenne ich. Wartet mal. Scheiße. Wartet mal. Ich muss noch mal kurz gucken. Norden? Süden? Es ist doch eigentlich... Wartet mal. Das war doch genau dieselbe Karte, die ich beim letzten Mal auch hatte. Naja, gut. Dann mache ich das jetzt halt. Gut. Dann baue ich hier auf. Dann ist okay. Die sind tatsächlich wieder unten und wir sind tatsächlich wieder allein auf einer Insel. Wie bescheuert. Naja, gut. Dann sehen wir halt diese Mission nochmal. Ich habe auch schon so ungefähr eine Ahnung, wie ich das mache. Wir sind zumindest hier alleine. Das heißt, wir sind alleine auf einer Insel. Und ja, einfach nach dessen, dass wir alleine auf einer Insel sind, ne? Einsam auf einer Insel. Können wir uns hier ja in Ruhe aufbauen. So, da würde ich sagen... beide Raffinerien mal nach vorne. So, er reicht zum Einsatz. Ach, was habe ich diese Dialoge vermisst. Ja, liebe Leute, nach wie vor an diesem Sonntagabend. Freut mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Und das Projekt nach wie vor regelmäßig schaut. Das finde ich echt super. Vor allem der... Konstruktion abgeschlossen. Der Flying Dragon Games und der Elite Pilot, die haben wirklich das ganze Projekt geschaut, ey. Das finde diese ganzen fast 200 Folgen, das finde ich echt krass von euch. Vielen Dank auch für eure Treue. Seid hiermit auch erstmal einmal gegrüßt. Und ja. Und wer ist denn hier noch dabei? Die Zocker-Omi ist auch dabei. Sei auch du gegrüßt, du gibst immer so schön viel Support. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze auch so verdient habe. Aber, naja. Mich freut's jedenfalls. Okay. Gut.
Wieder mit der geilen Mucke hier, ey. Du, 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 du. Genau. So, hat dann Bock auf einen Strandurlaub hier? Pixelmännchen. So, dann können wir uns tatsächlich hier in Ruhe aufbauen. Oh mein Gott. Wir können Großkraftwerke bauen zum ersten Mal. Das ist wunderbar. Wirklich, das ist wunderbar. Und ja, das machen wir doch dann direkt mal. Und ja, ich glaube, wir haben zumindest ein bisschen Zeit, bis wir jetzt hier unsere... bis der zum ersten Mal angeschissen kommt, aber ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Ihr könntet eigentlich auch die Edelsteine erstmal liegen lassen, ne, aber... ja, das ist ein bisschen zu knapp. So, war schon mal 15 Dings. So, wir haben Radar, dann brauchen wir noch eine Werft, eine Werkstatt, ein paar Flachs. Definitiv. Und wir können hier auch Kreuzer bauen, tatsächlich. Also, wir können hier Kreuzer bauen. Beziehungsweise Zerstörer, Leute. Zerstörer. Seht ihr das? Das habe ich nämlich gewusst, dass er da einen Hubschrauber hat. So. Dann baue ich jetzt mal nochmal eine Flak dafür auf. So. Den Zerstörer. Wunderbar. Kreuzer kriegen wir erst viel später, wenn wir sie überhaupt kriegen. Hier, Hubschrauber, komm her. So. Sehr schön. Weg mit dem. Ja, liebe Leute, das waren die russischen Kampfhubschrauber. Die haben nur Gewehrschüsse. Die sind jetzt nicht ganz so schlimm, aber gegen Gebäude machen die halt schon ordentlichen Schaden. So. Wir schmeißen hier gerade unsere Kohle raus wie nix. Konstruktion abgeschlossen. Aber wir haben es ja, ich meine. Was macht ihr denn da? Fahrt doch hier vorne, Mann. Ich meine, wir haben es ja, ne? Einheit bereit. So. Ja, die Kohle geht raus wie nix. Einheit bereit. Und ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ihr hier dabei seid. Freut mich auch, wie gesagt, dass ihr mir hier dort die Treue haltet. Und ja, es ist schon super. Dieses Projekt ist schon ein Erfolg, muss ich sagen. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal keine Kohle mehr, aber ist auch kein Wunder. Schaut euch das an. Schaut euch das an, wie wir hier die Kohle aus dem Fenster schmeißen. Hey. So, dann nochmal drei Bunker hinterher. Wird gebaut. Zwei Sammler reichen aber auch, denke ich mal. So, und dann haben wir eigentlich auch schon nach 5 Minuten oder so die Basis dann auch fertig gebaut. So, dann hier und weiter geht's. Wird gebaut. So. Immer schön in der Nähe sammeln, Sammler. Immer schön in der Nähe. So. Und ja. Also wie gesagt, also die Mission ist eigentlich easy. Ne? Der Sinn hier ist eigentlich, man muss eigentlich nur diesen Typen da rausholen. Und die Basis, ja, die ist... Was machst du denn? Die Basis ist bewacht, aber jetzt auch nicht zu krass. Also stehen schon die ein oder andere Tesla-Spule drin, das weiß ich noch. Aber jetzt nicht zu heftig, dass man da irgendwie verzweifelt oder so. Das nicht. Leute, das nicht. Und ja, dann haben wir hier nach tatsächlich nur noch eine Mission bei den Alliierten. Das ist echt heftig. Finde ich. 12, 13, 14, 15, 18. Warum? Was? Wartet mal. 8 und 10, 20, ja, 20 reichen, glaube ich. 20 Panzer. Dann brauchen wir noch hier 4 Stück. So, genau, Leute. 4 Landungsboote heißen die hier. Okay, interessant. Und ja, liebe Leute, nach wie vor an dem Sonntagabend. Wir haben mittlerweile 9:30. Ist noch ein bisschen hell draußen. Neue Arbeitswoche steht wieder an. Ich glaube, das kennt ihr auch nicht anders von mir. Ne? Und tatsächlich, es gibt heute eine Ausnahme, und zwar dieses Mal kein Resident Evil.
Beziehungsweise, die Folgen werden schon noch kommen, keine Sorge. Aber keine Resident Evil Aufnahme für mich, weil ich habe ja letzte Woche da die krasse Aufnahmesession mit 4 Folgen am Stück gemacht. Und ja, deswegen habe ich jetzt heute nur Zeit für Command & Conquer. Was heißt hier nur? Ne? Command & Conquer ist die Zeit definitiv wert. So. Aber wie gesagt, aber Leute, ich habe gerade so ein kleines Gedankenspiel. Wenn wir tatsächlich kurz vor der letzten Mission stehen bei den Alliierten, kurz vor der komplett letzten Mission, dann frage ich mich tatsächlich, ob wir in diesem Let's Play die 200-Folgen-Grenze knacken. Ich meine, die 200er-Marke knacken, das wäre doch mal übel. Aber ich glaube, das hier ist jetzt... Wartet mal, lasst mich mal gucken. Das hier ist jetzt Folge 166. Und ich glaube nicht, dass wir für die Russen 20 Parts brauchen. Also dieses Projekt wird ungefähr 175 Folgen haben am Ende. Was auch nicht wenig ist. Also 175 Folgen sind auch heftig. Aber ja gut, ich meine, das ganze Command & Conquer Spiel mit Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot und den ganzen Kampagnen hat schon ordentlich viele Missionen, ja? Und auch ordentlich Spielspaß. Definitiv. Command & Conquer macht mir richtig Bock. Macht mir richtig Bock, ey, auch bei richtig schwierigen Missionen. Ja. Sich da eine Taktik zu überlegen und alles, das ist wirklich meins. Also ich stehe auch ja wirklich, ich stehe ja wirklich auch auf diese Real-Time-Strategy-Spiele. Und ja, meine Güte, wir haben jetzt gleich schon die Armee fertig und ich habe nicht mehr die Karte erkundet. Schau ich an, diese 10 Kreuzer hier. Zack. So. Leute, dann könnt ihr mal die Karte erkunden. Schön im Gleichschritt hier. Zack. Die Mucke passt doch gerade so geil dazu. Die fahren da schon her wie die Bosse, muss ich sagen. Alles klar. Erstmal nach U-Boot gucken. Aber ich glaube, hier war noch nichts, ne, an U-Booten. Aber sieht nicht so aus. Das heißt, da oben könnten wir theoretisch auch schon anlegen. Oh, ist das denn hier? Gut, das heißt, ich kann ihm jetzt hier 4 Silos aufbauen, tatsächlich. Das würde ich sagen, mache ich einfach mal. Damit er nicht gleich wieder meckert, wir brauchen Silos. Wobei, wenn diese Meldung tatsächlich kommt, dann werde ich einfach die Sammler abstellen. Weil ich glaube, wenn man die Sammler dann abstellt, dann kommt die Meldung nicht mehr. Jawohl, ich aber mich wundert das, dass bis jetzt noch gar nichts vom Russen kam. Noch überhaupt nichts. Ja, ich meine, gut. Dann würde ich sagen, lade ich die ein und statte ihm gleich mal einen Besuch ab. Den guten Russen. So, dann. Ja, könnt ihr euch hier einladen? Ach Quatsch, nein. Was mache ich denn da? Ich Idiot. So, wie war das denn? So. Die Schiffe sind doch gar nicht mehr Team 1, Mann. Hallo? Der hier, der muss noch hier unten rein. So. Die Schiffe sind bitte Team 2. So, Leute. Und, ja, dann schaffen wir es tatsächlich in dieser einen Folge die Kosigil-Mission, weil, wie gesagt, wir haben es gleich geschafft mit dem Erkunden. Und viel mehr ist es ja nicht, ne? So, dann habe ich jetzt hier meine Armee stehen, okay. Oh, hier sind auch noch welche. Fahrt ihr wohl bitte mit da hinten hin. So. Ihr gehört bitte auch mit zu Team 2. Hallo? Bitte alle. So, Team 2 hier, zack.
Gut, liebe Leute, dann legen wir mal los hier. Ich glaube, jetzt kommen nämlich gleich die ersten U-Boote. In Ordnung. Und gleich kommen nämlich auch dann, wenn, sobald wir hier uns hier zu nahe kommen, kommen auch die ersten Spawner vom Gegner, glaube ich, oder? Wartet mal. Ja, seht ihr das? Da warten sie schon auf uns. Aber die treffen nicht. In Ordnung. In Ordnung. So. Ich könnte tatsächlich da unten schon landen, aber... Nein, nein, Leute, das ist keine gute Idee, glaube ich, da unten zu landen. Oder theoretisch könnte ich das schon. Aber... Ach, wieder mein Lieblings-Soundtrack hier. So, ich glaube, Sammler, ihr seid jetzt gerade ein bisschen bedenklich voll. Ja, genau, okay. Dann bleibt bitte hier stehen. Ja, lasst euch abschießen. Lasst euch ruhig abschießen, ey. So, seht ihr das? Hier kommt der U-Boot-Kampf. Aber die Kreuzer hier, die machen schon ordentlichen Schaden, würde ich sagen. Beziehungsweise Zerstörer. Es sind ja keine Kreuzer, es sind ja Zerstörer. Gut, dann würde ich sagen, mach mal die Brücke kaputt. Da sind Panzer, Leute. Wunderbar. Haha, sehr schön. Alles klar, das heißt, wir haben seine Panzer hier oben erstmal erledigt. Dann würde ich sagen, speichere ich das mal. Mission 9, Alliierte. Einsatz gespeichert. Ach, die Alarmstufe Rot-Kampagne, die stinknormale Kampagne ist... Was war das? Ist noch so schön einfach. Ich kann es euch gar nicht anders sagen, dass wir wirklich... Oh, oh, okay. Testerspule unbedingt weg. So, okay. Alles klar, sehr gut. Die Testerspule ist weg. Schieß doch drauf. Ah, seht ihr das? Jetzt kommt er nämlich. Oh, fuck. Jetzt kommt er nämlich. Okay, dann bitte eine Flak bauen. Gut. Ja, die lassen sich abballern hier. Das ist nicht cool. Uncool. Lass das mal bitte. So, dann Flak bitte da oben hinbauen. Und Sammler, du bleibst bitte hier stehen. Gut, mit den Schiffen würde ich ganz gerne noch seine Energie wegnehmen. Wenn ihr das, wenn wir das denn schaffen hier. Aber nicht, wenn wir uns so dumm anstellen. So. Ist da jetzt noch ein U-Boot? Oh, Gottes Willen! Ich dachte, ich könnte seine Energie wegnehmen. Aber gut, liebe Leute, wir haben es eigentlich schon erkundet. Und warte. So, mein Ohr wurde so komisch eingequetscht vom Kopfhörer. Ich finde die Mucke hier auch so geil, ey. In diesem Teil. So. Ach, das ist doch die... Mucke. Genau, Leute. Genau. Alles klar. Dann geht's mal los hier. So. Was will der denn hier? Grenadiere, Manniken. Einmal Wasserparty. So, und bam. So, wunderbar. Das ist ein Spionageflugzeug gewesen. Das war nicht ganz so schlimm. Die Mucke ist geil, ey. Echt. Oh! Oh, jetzt kommt er aber angekackt. Jetzt kommt er aber. Sammler, fahrt mal bitte hier. So. Fahrt den mal kaputt. So, und zieh ihm seine Einheiten raus hier. So. So, sein Sammler ist weg. Sehr gut, Leute. Da kommt er jetzt nämlich mit allem, was er hat hier. Und ruf da. Und ruf da. So. Und hier auch, drauf da. So. Alles schön strukturiert hier platt machen. So, dann hier platt machen. So. Platt machen. So. Wie viele Raketenwerfer hat der? Oh, Scheiße, wartet mal. Was kommt da mit den Mammuts an? Ey, so, hier. Kaputt machen den Scheiß. So. Schön rausziehen, die Einheiten, ja. Nicht in die Tesla-Spule fahren. Ich habe gesagt, nicht in die Tesla-Spule fahren. So, und raus da. Und raus da, habe ich gesagt. So. Sehr schön, ey. So. Wie gehen wir das jetzt weiter an?
Okay. Ich muss ja jetzt tatsächlich schnell sein, weil er hat zwei Tesla-Spulen da stehen. Der Penner. So, die Tesla-Spule da weg, 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 weg. Okay. Das hat, glaube ich, nicht gereicht. Ich baue mal neue. So. Ja, Leute. Scheiße, das hat nicht gereicht. Was zur Hölle? Das hat nicht gereicht, tatsächlich. Krass. Ja, da muss ich jetzt gucken, was er macht. Wow. Wow. Wie viele Bomber hat denn der bitte? Okay. Zwei Flugzeuge auf Eimer. Ja, das ist natürlich... Oh, fuck. Okay. Fahr den platt. Fahr den noch platt, Mann. Kipp ein Glas Wasser drüber, ey. Wird repariert. Ich wollte schon sagen, der hat mir jetzt nicht meine Sammler weggenommen, oder? Nee, nee, nee. Der baut sich wieder auf. Warum baut er sich denn wieder auf? Aber er hat jetzt nichts mehr. Hätte ich doch hier oben anlegen sollen? Nee, ich weiß es nicht, Leute. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das viel schlägt. Wartet mal, ich lade das nochmal. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber gut, das sagt mir einfach, dass das dann die falsche Seite ist. Gut, ich glaube... Ach, ich hatte meine ganzen Schiffe noch. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann ziehe ich meine Boote gleich hier hoch. Aber erstmal diese fucking Tesla-Spule da wegmachen. So, wunderbar, ey. So, und hier drauf da. Und drauf. Sehr gut. Weiter geht's hier. So, zack. Aha. Kaputt machen den Scheiß. So. Der wollte nämlich damit anlegen, Leute. Ach man, noch mehr U-Boote. Noch mehr U-Boote hier. So. Und hier oben. Wegmachen. Seht ihr das? Mit den Einheiten wollte der nämlich anlegen. So, wunderbar. Was ist das da? Das ist ein Gebäude auf jeden Fall, aber... Ach, das ist ein Flammenturm, glaube ich. Stimmt, das war ja der Flammenturm! Um Gottes Willen. So. Ach, wie geil, Leute. Wie geil. So. Dann lasse ich die Schiffe jetzt nämlich mal schön hier drinnen stehen. Oh. Ja, mach die Hunde kaputt. So, Leute. Der Raketenwerfer nervt. So, liebe Leute, dann haben wir das doch. Und dann würde ich sagen, probieren wir das jetzt nochmal. Aber in diesem Fall legen wir da oben an. Ja, komm, das muss ja nicht sein hier. So, liebe Leute. Ja, das war jetzt gerade ein Fail, Leute. Ach, Mann. Diese blöden Spulen, echt. So, könnt ihr... Ihr könnt die Hunde platt machen, okay. Könnt ihr da drauf... Ja, ihr könnt auf das Radar schießen, sehr gut. Die sind auch schon da? Wunderbar. Würde ich sagen, legen wir die jetzt ganz schnell aus. So. Laden wir die mal eben schnell aus hier. Oh, da kommt er jetzt aber mit was an, ey. Was macht er denn jetzt hier? Einfach mal einen Bunker wegnehmen. Boah, weil das kann. Das ist ein Sack. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, geht auf die Tesla-Spule drauf. Los. Ja, und bam. Weg damit. Sehr gut. So, da haben wir jetzt hier seine Energie. Und seine ganzen Einheiten. Boah, er hat ganz schön viele Minniken hier drin stehen. Ja, muss ich sagen. Da, Energie platt machen. Das hier platt machen. Dieses Gebäude, das Kosigin drin, das dürfen wir nicht platt machen. Warum funktionieren die noch? Warum funktionieren die noch? Mach die Energie platt hier. Mit dem Bauaufgleich. Weil wenn wir den Bauaufgleich haben, dann haben wir es gewonnen. Hier den Bauauf. Puh, sehr gut, wir haben es. Wir haben es gewonnen, Leute. Und jetzt zur Panzerfabrik, dann kann es schon keine Panzer mehr bauen. Sehr schön.
Und jetzt hier nach und nach die Einheiten platt machen. So. Und hier die ganzen Mammuts, ey. Boah. Oh Gott, das reicht tatsächlich nicht. Okay. Ja, dann macht den Raketenwerfer im Arsch. Scheiße. Hat auch nicht gereicht. Wow. Okay. Höchst interessant. Aber ihr könnt hier noch ein bisschen Stress machen. Sehr gut. Die Raffinerie können wir hier noch wegnehmen. Sehr gut. Jetzt kommt er natürlich mit seinen Fliegern an, ne? Bam, bam, bam. Gut, okay. Ah! Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Echt. So, dann geht bitte weiter sammeln. So, Leute, ja, da haben wir eigentlich auch schon wieder voll, aber... Aber... Könnt ihr nicht hier... Oh, könnt ihr den nicht abschwächen? Nö. Schade, ihr könnt da... Ah, hier unten könnt ihr noch hinfahren. Machen wir da unten nochmal ein bisschen Stress? Weil mehr hat er ja auch nicht eigentlich, ne? So. Oh Gott, hier wird es gerade echt dunkel. Gut, liegt wahrscheinlich an der Uhrzeit, dass es dunkel wird, ne? Das könnte sein, ja. Es ist nämlich mittlerweile 10 Uhr. Ja, Viertel vor 10. Und, ja, kein Wunder. So. Und bam, macht das Ding im Arsch. Hey. So. Wunderbar. Ich glaube, die reichen dann auch schon. Wartet mal. Das braucht jetzt noch ein bisschen, bis die eingeladen sind, aber... Kommt der noch mit zu Team 1. So, dann könnt ihr euch bitte einladen. Ach, Quatsch. So, so dann ladet euch ein. Schneller. Hopp. Schneller. Bam. Sehr gut. So. Wunderbar, die nehme ich noch mit. So, dann nehme ich den Spion schon mal mit. Damit das nicht so viel zieht gleich, so viel Zeit in Anspruch nimmt. So, ui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 
und speichern und hier kaputt machen. Und zack. Sehr schön, das war's. Wunderbar, Leute. Ja, deswegen habe ich den BMT gerade noch gebaut, weil ich hätte es halt so gewollt, aber naja. Das hat dann doch zu lange gedauert. Gut, liebe Leute, dann haben wir tatsächlich den Kosygin jetzt befreit. Den Überläufer von den Russen haben dafür tatsächlich zwei Angriffswellen gebraucht und... oh, es wird immer blauer, Leute. Es wird immer blauer. Krass. Dann haben wir jetzt tatsächlich... ich glaube, bei den Russen sind aber ein bisschen mehr offen, oder? Ja, die vorletzte zumindest. Okay. Ja, liebe Leute, nur würde ich sagen, haben wir dann beim nächsten Mal tatsächlich dann auch die letzte Mission Seeherrschaft. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, wie es dann in der letzten Mission weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Dann würde ich einfach mal sagen, ja, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.